Hallihallo und herzlich willkommen zu Stardew Valley und zum Herbst, den habe ich nämlich schon total vergessen. Lang, lang ist es her, dass ich Stardew Valley gespielt habe. Wir müssen jetzt erstmal hier die Felder wieder ein bisschen, ich sag mal, in Ordnung bringen. Ja, wo stelle ich dich denn hin? Machen wir das mal so. Und ich nehme noch eine mit. Und du kommst dort. Nee, du kommst da. Nein. Kumpel Vogelscheuche, du kommst dahin, dass wir uns verstanden haben. So, anschließend eben hier über die Felder. Das habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge noch eben erklärt, was ich denn hier mache. Ich muss das eben alles hier in Einklang bringen. Ich konnte mir ja die Qualitätssprint da noch nicht leisten. Habe ich da unten jetzt eigentlich gemacht? Die Vogelscheuche blockiert die Sicht. Ja, also es ist lang her. Ich habe vorhin ein Video gemacht, da habt ihr die Erklärung, warum und was denn jetzt alles die nächsten Zeiten anstehen wird. Wer die Information haben will, soll sich das Video reinziehen. Ich habe auch das Gefühl, dass meine Stimme ein bisschen am Abkacken ist. Ich entschuldige mich dafür. Düngen könnten wir das. Sollen wir dann... Ja, komm, wir benutzen den Qualitätsdünger. Meine Stimme ist halt ein bisschen abgefragt gerade. Auf der Baustelle schreibt man die ganze Zeit rum. So, eben hier alles gedüngt und dann gleich mal gucken, was wir denn auf jeden Fall hier pflanzen. Habe ich 5 Eisen? Bestimmt, oder? Na Hühnchen, wie geht's euch denn? Ich muss mal eben... Ich mach das mit der Pike, komm. Nein, da muss zu. Ich will ja nicht, dass meine Hühner abhauen. Eier haben sie auch gelegt, die braven Hühnchen. Dann eben die Mayonnaise-Maschinen befüllen. Tralala, tralali, tralalo. So, und so. Vielleicht sollte ich auch den Timer auf meinem Handy starten, wie ich es eigentlich immer vergesse. Das ist inzwischen ja Let's Play Stardew Valley Tradition. Wie viele Felder wäre ein? Ja, ist egal. Habe ich 5 Eisen? Ich habe 5 Eisen. So. Dann gehe ich nämlich gleich die Gießkanne nochmal auf Eisen verbessern. Das macht das alles viel leichter. Das sage ich euch. Viel, viel leichter. Jetzt müssen wir erstmal zu Pires die Samen holen. Irgendwie die Musik vom Herbst, die ist nicht schlecht, entspannt, aber irgendwie so ein bisschen runterziehen, wie ich denn finde. Manni, dank dir, das sieht nett aus. Wie komme ich denn bei ihr voran? Wo war die Taste nochmal? Hier. Ein Herz, Mann, Mann, Mann. Kommt noch. Okay, wie sieht's aus? Ich habe den Mauszeiger hier. Was pflanzen wir an? Was müssen wir anpflanzen auf jeden Fall? Speisekammer ist das, oder? Handwerk, Nutzpflanzen im Herbst. Mais, Auberginen, Kürbisse oder Süßkartoffeln. Dann würde ich sagen, pflanzen wir erstmal Kürbisse. Ich habe vergessen, wie viele Felder das waren. Mann, Mann, Mann. Uff, 12? Waren das 12? Ich nehme 15 mit. So. Wird schon passen. Wie teuer ist der Rucksack? 10, oder? Ja. Kaufe ich mir jetzt noch nicht. Wir gehen nämlich jetzt erstmal zum Schmied noch runter, Hallo sagen und dem die Gießkanne geben. Anschließend könnten wir bei Lea vorbeigehen, wenn ich mich nicht täusche. Ah, die könnte bis dahin das Haus verlassen haben. Sicher bin ich mir da nicht, aber es ist möglich. Sehen wir dann, sehen wir wirklich dann. So, Clint, wir haben Arbeit für dich. Das kostet 5000, akzeptiere ich. Danke, ich fange damit so bald wie möglich an. Sollte in ein paar Tagen fertig sein. Ja, das hoffe ich doch. Das ist nämlich teures Geld, was ich dir gegeben habe. Sehr teures Geld. Dann jetzt ab. Mann, ich hoffe, als wäre ich betrunken. Hier ganze Zeit diese Schlangenlinien. Nein, ich habe bloß Angst vor Scharfschützen. Ich bin noch in Rainbow Six Siege drin. Nein, Scherz. Ja, ich muss mich jetzt erstmal hier in Stardew Valley ein bisschen wieder einfinden. Ist wirklich vom Gefühl her ewig her. Lea verlässt das Haus, du bekommst das Sweet Pia. Das ist ein wirklich nettes Geschenk, dank dir. Und wir sind bei 3 Herzen. Ja, finde ich nicht schlecht.
Pilz wächst jetzt auch hier. Da gab es ja diesen Tipp, dass man, beziehungsweise im Buch war das, oder? Ja. Dass man die Flächen am besten komplett abarbeitet vom Holz, von hier diesen Gestrüpp, was mir im Weg rumsteht gerade, damit da alles Mögliche wachsen kann. Werde ich aber jetzt nicht überall machen. Also, da habe ich schon mal erwähnt, dass das viel zu viel Arbeit wäre für mich. Ich da keinen Bock drauf habe und ja. Wie viel war das jetzt? Das stellen wir gleich fest. Ich verstehe auch gar nicht. Ach ja, das eine Feld war ja hier bestanden geblieben. Ne, zwei sogar. Es waren 15. Ach, sieh an, ich wusste das natürlich. Also, das war mir von Anfang an klar. Brauchen wir eigentlich hier diesen gewöhnlichen Pilz noch fürs Community Center? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö, ich glaube nicht. Weg damit. Okay, weg. Geht doch. Was haben wir denn noch an Kram dabei? Weintrauben. Würde hier reinpassen. Was haben wir? Leben vom Land und sowas? Nee, muss nicht sein. Wir können gucken, ob die Pilze fertig ist. Das werde ich jetzt mal erledigen gehen. Jetzt wachsen da ein paar Kürbisse. Ich werde halt wirklich erstmal die Gießkanne verbessern und mir danach überlegen, wie ich denn die restlichen Pflanzen lege. Die Gießkanne macht dann sechs Felder, ne? Sechs Felder. Ich kann ja mal eben die Felder drauf vorbereiten. Sechs Felder wäre nämlich so. Jetzt ist die Frage, verlängere ich die Felder um 1? Dann wären es 9 Felder, das heißt zweimal gießen. Ich glaube, ich verlängere nur um 1, oder? Mache ich. Die Frage ist, kann ich das überhaupt um 1 jeweils verlängern? Ja. Zur Not auch nach hinten. Ist kein Problem. Das hier weg. Und das weg. Oh Gott, ich muss ja jetzt richtig überlegen. Ich brauche mehr Steinweg. Habe ich noch Steinweg irgendwo drin? Dürfte nicht reichen, aber egal. Hier muss sogar erstmal um 2. Oder sogar 3. Ich weiß es nicht. Machen wir erstmal 3. Da soll es nicht hin. Ich muss mir jetzt eben mal überlegen, wie ich das mache, ne? Ich muss nämlich hier erstmal einen Weg canceln. Damit ich das wegmachen kann. Den Steinweg hier neu setzen. Und dann bin ich bei 1, 2, 3, 4 Feldern. Das heißt 5, 6. Ja, hier runter. Wenn ich jetzt hier reingehe, habe ich 2 Freien mehr. Das ist jetzt richtig überlegen, wie ich das mache. Ich muss das jetzt auch eben mit der Pike einmal abarbeiten, um sicher zu gehen. Das macht 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder. Ja. Alles entspricht der Norm. So will ich das haben. 6 Felder. Zur Seite. Das sollte dann jetzt auch 6 sein. Das passt von der Länge her. Dicht ziehe ich eins nach links. So, Steinweg komplett leer gegangen, also es hat perfekt gepasst. Und ich mache es einfach neu. Die Chance, dass es kaputt geht, ist sehr hoch. Was wir aber brauchen, ist Vogelscheuchen. Geschweige denn, die müssen jetzt auch wieder anders stehen. Das sind 6 Felder, das heißt, es gibt keine Mitte mehr. Blöd. Alternative B wäre zwischen den Feldern. Also. Hey. So, ich glaube, das passt, oder? Dann hier eine hin, da eine hin und links eine. Was brauche ich denn nochmal? Ich brauche auf jeden Fall Kohle. Ich brauche auf jeden Fall Fiber und Holz noch, oder? Holz habe ich? Hä? Wo ist mein Holz hin? Habe ich mein Holz verloren? Ich habe keinen Stein, ich habe kein Holz. Doch, Stein habe ich. Ja, du kannst mich erzählen, dass ich mein ganzes Holz verballert habe. Habe ich das verkauft? Nein. Erzähl jetzt keine Lügen. Ich kann Sachen. Ich habe Holz dabei, ach so. Ich habe kurz Panik
Ich wollte kurz Panik schieben. 50 Holz, 1 Kohle, 20. Okay. Das heißt, ich brauche 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das macht pro Vogelscheuches. Droh 2. Metes 3 und davor. Ja. Feld fertig, würde ich behaupten. Zumindest fürs Erste. Was mir jetzt aber auffällt, dass das Gießen. Ich kann es auch von oben gießen. Ja. Ich hätte es eigentlich so gegossen, dass ich halt seitlich lang laufe. Macht auch mehr Sinn. Aber die Vogelscheuchen stehen so eigentlich gut, oder? Was meint ihr? Sagt mir, was ihr wollt. Das muss ich wissen. Düngen tue ich das Ganze jetzt nicht, weil die Chance besteht, dass die Felder mir bis morgen verfallen. Bis übermorgen. Übermorgen meine ich natürlich. Ja, ich darf nicht vergessen, dass die Gießkanne erst fertig werden muss. Ba 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 ba. Wilde Saat kann hier auch rein. Nein. Wo gehört die wilde Saat hin? Hier. Ja, dann würde ich behaupten, wir gehen jetzt ins Bett, aber die Marmelade ist fertig. Ah. Ich hab protected, war leider falsch. Gut, ab ins Bett. Wir müssen auch wieder mehr angeln. Das ist mir total klar. Der erste Tag des Herbst ist relativ profitabel mit 810. Ja, kann man mit leben, oder? Ja. Bis die erste Saat da ist, dauert ein bisschen, aber das Geld kommt. Wir wollten ja, ich glaube, im Herbst sogar die Geldaufgabe im Community Center fertig kriegen, wo ich sage, das ist mehr als im Rahmen. Wenn die Gießkanne fertig ist, ist das gar kein Problem mehr. Gut, einmal Marmelade fertig. Ich mache das jetzt auch so. Ich lasse das mal ruhen, bis alles fertig ist. Ist da links noch genug Gras? Ja, noch, ja. Geht noch klar. Wenn ich lang genug wach bin, muss ich mir überlegen, dass ich die Hühner auf die andere Seite packe. Ja, darum hasse ich es, wenn ich ein essbares Produkt auf der Seite habe. Jetzt habe ich ein Ei weniger. Tolle Sache, ne? Kann ich den Hühnern eigentlich verbieten, rauszugehen? Weil die Klappe müsste ja hier sein oder gehen sie hier durch raus? Keine Ahnung. Einmal alle anquatschen. Dich habe ich noch nicht ange. Nein, 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 nein. Oh, knappes Ding. Ich glaube, die wollte rausrennen. Ich bin mir sogar sehr sicher. Man sieht auch, die Kürbisse sind unterschiedlich reif, weil die Felder bewässert waren. Ich hatte halt keine Gießkanne, um nachzugießen. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Ja, okay. Was steht an? Wir können noch Geschenke überreichen. Unsere Bäume wachsen und wachsen. Es wird total schwer, immer zu sehen, was fertig ist. Und ich muss halt wirklich protecten, wo ich denn hinlaufe. Aber das wird schon klappen. Ja. Jetzt, ich überlege mir gerade, was wir denn alles die nächste Zeit bauen werden. Vor allem im Winter. Ich weiß gar nicht. Haben unsere Hühner schon Heizung? Ich glaube nicht. Ich will über Winter eigentlich auch mir Kühe zulegen. Ich weiß nicht, habt ihr ein Problem mit Kühen? Nein, oder? Frage ist bloß, Kühe brauchen auch Platz und Kühe fressen auch viel Gras. Ich habe es jetzt hier oben schon gemacht, aber man sieht, wie viel Platz dieses doppelte Gehege wegnimmt. Aber es funktioniert ja, das steht fest, es funktioniert. Dass ich vielleicht doch die Tierstelle wieder nach unten rechts verfrachte, also hier unten hin. Aber hier sind auch so viele Baumstämme, wie man sieht, so viele große Steine und so was. Das geht momentan gar nicht. Ich müsste gucken, ob ich es schaffe, meine. Ich glaube, Silber muss die sein, dass ich hier die Steine und Baumstämme wegkriege. Vorher macht das alles gar keinen Sinn für mich. Sinnfreie Arbeit ist das sonst. Das wird sich dann herausstellen. Saft erstmal weg. Ich könnte wieder Dünger herstellen. Ich lasse es mal. Ich habe noch mehr als genug. Gehört es da auch rein? Ja. Und der Rest behalte ich. Wir gehen jetzt Geschenke überreichen. Wir machen uns mal auf den Weg. Ja, man sieht es, auf der Farm ist noch eine Menge Arbeit. Werden wir uns noch drum kümmern, aber es dauert halt ein bisschen. Also ich glaube, komplett fertig sind wir so Mitte zweites Jahr. Apropos kleiner Fun Fact, als ich gestartet habe, hatten wir 11 Stunden und 29 Minuten Spielzeit. Schon Respekt. Ja, Mani arbeitet heute nicht, das heißt, ich darf sie gleich suchen.
Lea sollte gleich die Türen für uns öffnen. Gleich. Ich meinte jetzt. Jetzt. Du hast Lea diese Woche bereits. Was für am Dienstag? Oh. Ach so, Sonntag ist ja der erste Tag, ja. Ja, ich hab's verpennt. Dann hat Mani aber wahrscheinlich auch schon beide Geschenke. Ja. Ja, gut, Geschenke überreichen vergessen war. Dann gehen wir in die Mine. Habt ihr die gerade gesehen? Ich habe die da im Haus nicht gesehen. Hat die sich im Kleiderschrank versteckt? Die hat sich im Kleiderschrank versteckt. Ganz sicher. Also diese Mani, ich sag's euch, das ist ja ein ganz schlimmer Finger. Also ich habe die wirklich nicht gesehen. Wie voll ist denn das Inventar? Passt schon. Ich brauche unbedingt einen größeren Rucksack. Ich habe keinen Bock, mein Inventar immer leer zu räumen, wenn ich in die Mine gehe. Wenn ich wiederkomme, muss ich auch unbedingt die Hühner in das andere Gehege lassen, also Außengehege lassen. Ach ja, ich muss hier das Zeug auch noch behalten, was ich finde. Haselnuss beispielsweise muss in das Sammelding, oder? War das hier? Haselnuss, ja. Genauso wie Pflaume und Brombeeren. Also es fehlen nur noch die Pflaumen und Brombeeren, die ich sammeln muss. Ich werde es probieren. Wenn ich sie sehe, behalte ich sie. Und dann ist es eine Goldstern-Haselnuss. Ja, nicht so gut, finde ich. Okay, wir sind in der Mine. Welche Etage hatten wir? 70 oder so was? So ein Dreh. 65. Das heißt, wenn alles gut läuft, kriegen wir wieder eine Geschäfte. Also eine Kiste. Für alle, die jetzt mein Englisch nicht verstehen. Oh, und es ist sogar eine Etage mit wenig Monstern, beziehungsweise wenig Platz und wenig Stein. Die Pike, bitte nehmen die Waffe. So fühle ich mich besser. Ja. Ich hatte mal einen, der hat mir erzählt, er hatte einen Kumpel, der Stardew Valley spielt. Das war jetzt in einer Party. Ich sage jetzt keinen Namen, der hat mir erzählt. Er hat einen Kumpel und der hat sein Stardew Valley Spiel kaputt gemacht, weil er seine Axt verkauft hat und jetzt nicht mehr weiterspielen kann. Und ich mir dachte, also ich habe es natürlich auch probiert. Aber du kannst deine Axt nicht verkaufen. Und ich mir direkt gedacht habe, das sind wieder diese Leute, die einfach nur, damit sie was zu labern haben, labern. Hatte ich jetzt... Ja, ich hatte das mit der Solar Instance schon fertig. Sowas hasse ich ja. Leute, die keine Ahnung haben und einfach drauf loslabern. Es ist was anderes, wenn man spekuliert. Ja, aber das sind ja diese... Ich überlege jetzt ein Beispiel, was schwachsinnig ist. Aber... Das indische Glaswald, warum kriege ich von einem Geist einen Fisch? Okay, ich guck mal, ob ich den fürs Community Center brauche. Mir fällt kein banales Beispiel ein. Ich wollte jetzt ein Sport-Fußball-Beispiel nehmen, keine Ahnung. Irgendwie, ich habe ein Tor an unserem Torwart vorbeigeschossen oder sowas. Betonung auf unseren Torwart, einfach nur damit man was zu labern hat, was natürlich gar keinen Sinn macht. Und wir haben Magnetring. Kleiner Magnetring, tauschen wir gegen den großen Magnetring. Und ich bin mir sicher, dass wir diesen indischer, ein bleicher, blinder Fisch, der in den Untergrund sehen, gefunden werden kann. Den brauchen wir bestimmt, oder? Nein. Stein? So, hä, hier steht über Eisenerz. Naja, egal. Nein. Nein. Indischer Glaswels. Ach, Wels. Hoppla. Ja, ich stehe noch ein bisschen auf der Leitung. Glaswels brauchen wir fürs Community Center. So wie es aussieht, gehe ich gleich auf dem Rückweg da mal vorbei. Damit wir das auch wirklich vorantreiben. Weil das Aquarium stelle ich mir auch so verdammt schwer und langweilig teilweise vor, das fertig zu kriegen. Komm her, du kleine Fledermaus. Komm her, ich zeig dir, wer Boss ist. Komm ran, na? Guck mal hier. Ist unser Inventar jetzt schon voll? Wow. Ehrlich, wow. Unglaublich. Ich hoffe, dass das Ding, das wir kriegen, jetzt nicht so geil ist. Könnte aber fast eine gute Steinschleuder sein, die ich noch nie außerhalb eines Festivals benutzt habe. Ihr könnt mir ja mal sagen, wenn jemand das weiß, wie man die dann benutzt. Ich habe noch nie eine Steinschleuder zum Beispiel in den Minen benutzt. Ich habe keine Ahnung, ob die effektiv ist, beziehungsweise ob die wirklich was bringt. Aber ich habe es auch noch nie bei jemandem gesehen, dass der die selbst benutzt. Da muss irgendwie Saat rein.
Oder beziehungsweise Munition. Aber selbst diese Munition, ich habe keine Ahnung, wo ich die herbekommen soll. Geschweige denn, ob man die herstellen muss oder sowas. Ich hätte sie bei Herstellung auf jeden Fall noch nie gesehen. Schwachsinn. Aber ich brauche es auch nicht. Also bisher läuft es auch ohne die ganz gut. Wäre bloß mal eine interessante Abwechslung bezüglich Waffen. Ab und zu so immer mit anderen Waffen zu spielen, ist ja auch öde. Ach, unser Inventar ist voll. Quarz lasse ich mal liegen. Schon lästig. Wie gesagt, ich brauche den größeren Rucksack. Ich guck mal, ob der am Ende des Monats noch reinpasst. Langsam dürfen wir auch auf die Tiefen kommen, wo Gold vorkommt. Dürfte irgendwann jetzt kommen. Wie spät haben wir es? 16 Uhr, ja. Ich will auf jeden Fall hier erstmal fertig werden. Ja, mit dieser Etage, zwei Etagen brauche ich noch. Ja, jetzt muss ich was fressen. Der ist doch gut, oder? Ja, sogar sehr gut, ja. Nicht schlecht. Oh, guck mal. Auf einmal finde ich die Leiter. Eisen, nicht schlecht. Sogar zwei Stück. Also zwei Eisenklumpen zur Verständnis. Also Gesundheit ist ja wirklich das geringste Problem für uns. Für uns ist wirklich das Ausdauerproblem das größte. Ja, dieser Geist, der ist auch für uns jämmerlich. Den schlage ich einmal und dann fliegt er bis in Madagaskar und zurück. In der Zeit kloppe ich auch so einen Stein mal eben weg. Das finde ich echt lästig mit den Geistern. Die kosten so viel Zeit. Und wenn sie einen treffen, fliegen sie weg. Aber die machen nicht viel Schaden. Solarsens, nicht schlecht. Golderz haben wir auch bekommen. Damit können wir einen Barren herstellen, wenn ich mich nicht irre, was wir gerade noch auf Lager hätten. Ist natürlich jetzt nicht überragend, ne? Eisenerz freue ich mich auch drüber. Kein schlechtes Zeug. Können wir gebrauchen, wenn wir denn die Axt und sowas verbessern wollen. Haben wir die Axt auf Kupfer? Nein. Haben wir die Pike auf Kupfer? Ja. Ich muss jetzt wieder was essen. Ich weiß halt nur, dass wir die Hot Papers gerade haben. Von denen haben wir aber eine Menge. Das ist jetzt ein bisschen lästig, dass ich die esse, aber ich schneide diese Hot Paper Fressattacken jetzt mal eben nicht raus. So. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Ausdauer. Ich habe natürlich immer die Option, dass ich diesen Kram rausschneide. Mache ich jetzt aber mal nicht. So. Ich mache jetzt hier mal alles weg. Und hoffe, dass einfach mal die Leiter aufploppt. Die ist wahrscheinlich da oben links in der Ecke, oder? Ne? Rechts? Ach, schade. Ja, das ist jetzt eine Sucherei mit der Leiter. Da haben wir sie doch. Hey, lauf. Geht doch, Kollege. Eine Kiste. Hoffentlich ein paar Cave Carrots. Da würde ich mich nicht beschweren. Bevor der Geist kommt, fresse ich mir mal eben ein paar Hot Papers rein. Wir haben halt wirklich Ausdauerprobleme und wir müssen wirklich, wirklich schnell irgendwo an die Sternfallfrüchte kommen, wenn ich mich nicht irre, heißen sie so. Die bringen halt mehr Ausdauer. Fliegst du mal ein bisschen weiter weg. Bisschen weiter. Eine Cave Carrot, nicht schlecht. Das kann auch ein bisschen dauern. Jetzt kommt noch eine Fledermaus dazu. Von hinten, oder? Gut, was kann ich vielleicht eben entfernen? Ich würde sagen, so, ne? Ich ziehe die mir jetzt mal noch nicht rein. Die kann ich nämlich generell gebrauchen, wenn ich in die Mine gehe. Monsterschleim. Ich weiß gar nicht, wofür brauchte ich den? Für den Slime-Hut später. Den will ich auch bauen in diesem Let's Play auf jeden Fall. Im Stream bin ich mir noch nicht sicher, ob ich den bauen werden wollen möchte. Ja, Kupfer brauche ich auch. Holz auch. Ja, toll. Man merkt es, wie ich da wirklich filtern muss, was ich loswerde. Ich hätte vielleicht doch mein Inventar leerräumen sollen. Ein Stiefel, okay. Thunderboots dürften das sein. Und nein, ich habe nicht Boobs gesagt, ich habe Boots gesagt. An alle Perverslinge da draußen. So.
2-1 und 3. Bringen die mir jetzt, was ist die Frage? 3 Verteidigungen und ich habe Immunität noch. Nee, komm. Lass ich sie liegen. Ich finde es echt schlimm, die Sachen liegen lassen zu müssen. Ich habe ja gar keine große Wahl. Da liegt noch Eisen, das kann ich mitnehmen. Man muss jetzt echt die Priorität setzen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und momentan ist halt vor allem Eisen und Kohle und Kupfer und sowas das Wichtige. Hardwood brauche ich natürlich auch. Ja, was anderes fällt mir da jetzt nicht ein. Muss ich halt die Cave Carrot essen. Ich weiß ja nicht mal, wo die Leiter hier ist. Kann ja auch ewig dauern, bis ich die finde. Wenn ich sie denn überhaupt finde, ich habe noch Hot Papers, so ist es nicht. Ausdauertechnisch sollte das reichen, damit ich sogar die ganze Etage leer räume. Aber ich will es gar nicht. Da kriegen wir jetzt bestimmt was richtig Geiles. Ja, die Steinschleuder. Wow. Meisterschleuder, Werkzeug. Benötigt Steine als Munition. Ich probiere das gleich mal aus. Ah, ja. Ich weiß jetzt, wie ich das mache. Ich lege das mal weg. Und ich habe es ja mit der Angel gelernt. Das geht so. Und wie benutze ich die jetzt nochmal? Erstmal kann ich die Kiste mitnehmen. Nein. Ah ja, hier. Es ist voll schwer damit zu zielen. Ich muss mich in die entgegengesetzte Richtung des Stück bewegen. Ja, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Doch, interessantes Ding. Jetzt habe ich natürlich keinen Platz mehr im Inventar. Ich kann die aber auch nicht fallen lassen, glaube ich. Ja, lasse ich die 5 Schleime hier. Ihr könnt mir sagen, ob ich die das nächste Mal mitnehmen soll. Soll ich nächstes Mal die Steinschleuder einfach mal mit in die Mine nehmen und gucken, ob die mir was bringt? Ist bestimmt lustig als Abwechslung. Finde ich aber auch geil, dass ich das mal herausgefunden habe. Aber auch nur, weil ich die Angel, das mit der Angel wusste, wie ich da die Sachen reinpacke. Sagt mir, ob ich das mal benutzen soll. An sich, ich glaube nicht, dass ein Stein, den ich wegschleudere, ein Monster so viel Damage macht. Ja. Eisen 32 finde ich nicht schlecht. Kupfer hätte ruhig besser sein können. Gold 2 Stück. Community Center habe ich jetzt einfach mal ausgelassen. Bewusst ausgelassen, bevor es jetzt wieder heißt, ich hätte es vergessen. Eben mal hier gedreht. Gut, erstmal, was kann weg? Das brauche ich später fürs Community Center. Weiter geht's mit Kupfer, Stein, Hartholz, Jade. Ja, da habe ich das schon mal Günther gegeben. Ja. Amethyst auch. Eisenerz, Kohle, Gold. Essenz gehört dann nicht rein. Essenz gehört praktisch hier rein. Genauso wie die Waffe. Und das war's dann auch schon. Ja. Und das war's dann wirklich. Ich geh pennen. So, ab ins Bettchen. Und habe ich was verkauft? Ja. Nein, habe ich. Doch, habe ich, ja. 890, Marmelade und Mayonnaise, oder? Ja. Gut, 890, die Einnahmen nicht überragend, aber wenn das so weitergeht, kriegen wir die Ausgabe für die Gießkanne schnell wieder rein. Dann würde ich sie. Ach Gott, dann würde ich sagen, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.